Freunde, herzlich willkommen auf Eggplant TV. Tut mir leid, dass ich gerade esse. Ich muss mal kurz aufkauen hier. So, jetzt noch einen Schluck, ne? So, besser ist es, Freunde. Herzlich willkommen. Wir starten direkt. Ich muss euch was erzählen. Und zwar bin ich heute Morgen wach geworden mit so einem ganz komischen Gefühl. Voll so verwirrt. Und dann habe ich, kennt ihr das, wenn man weiß, man hat was geträumt beim Aufwachen. Aber dann muss man sich erstmal kurz so sammeln und so überlegen, hey, was war denn das? Und dann kommt man manchmal noch glücklicherweise da drauf. Ich bin heute Morgen drauf gekommen. Und zwar war mein Traum, ich komme hier aus meinem Zimmer rausgestürmt. Und ihr beide wart hier auf dem Boden, lagt hier so in der Mitte. Und dann habe ich so gesagt, hey, was ist hier los? Und ihr fasst euch nur so an diese Bäuche. Und dann so, hey, was ist denn? Jo, wir kriegen ein Kind. Und das war so richtig strange wirklich. Also ich habe geträumt, dass ihr hier schwanger seid. Arschgeburt. Und dann haben wir das halt eben hier so erzählt und sind dann auf die Idee gekommen. Sorry. Was passiert, wenn Männer einen Schwangerschaftstest machen? Habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch noch nie gesehen. Wollen wir das mal probieren? Eigentlich kann ja nichts passieren. Weißt du ja nicht. Aber man weiß es nicht. Wollen wir die holen? Let's go. Ich würde sagen, einfach mal holen, oder? Ja, dann los. Let's go. Okay, Leute, wir sind jetzt vor den Schwangerschaftstests. Aber ich weiß das gar nicht. Gibt es da so Qualitätsunterschiede? Also die kosten unterschiedlich viel, ja, auf jeden Fall. 3 Euro. Über 99% Sicherheit. Vielleicht sichern die sich aber nur ab. Scheiße, Freunde, sind wir schwanger? Wir werden es erfahren. Das brauchen wir auch auf jeden Fall. Was ist das denn? Spermientest, Schnelltest zum Nachweis der Spermienkonzentration. Jetzt zu Hause testen. Das mal mitnehmen, oder? Durchführung des Tests. Samenflüssigkeit im beiliegenden Becher auffangen. Jetzt eine Samenflüssigkeit in Flaschen und Probepulver geben. Lösungsmittel auf Testkarte geben. Ergebnis nach 10 Minuten ablegen. Hä? Was ist das denn? Kannst du ob damit man wahrscheinlich fruchtbar ist oder nicht? Ja, das mal auch mitnehmen, oder? 20 Euro, ne? In Swanny, in Swansen. Freunde, wir nehmen den mal mit. Da sind wir wieder, Freunde, mit den Schwangerschaftstests. Wir haben 3 geholt und werden die gleich ausprobieren. Ich bin auch mal gespannt, was da passiert. Pack einen, sind immer zwei drin, kann das sein, oder? Ja, pack mal aus. Ich pack mal aus. Inhalt, ein Teststreifen. So, mal gucken, wie das ausschaut. Ich hab das, ich glaube, ich habe das noch nie in Real gesehen, immer nur auf Bildern, ne? Ich habe das schon so oft gesehen. Das hier ist der Schwangerschaftsstreifen, Freunde. Sieht aus wie ein Blatt einfach, ne? Er hat's geglaubt, Freunde. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Was ein Dummy. So, was ist denn hier? Ja, was ist das denn? Sau klein, ne? Ich dachte, die sind größer. Das ist alles? Oh nein. So, hier ist so eine... Hä? Wir haben das Falsche gekauft. Was? Schwangerschaftstest. Ist doch richtig. Ja, aber das sind tatsächlich diese Streifen. Wir hätten diese... Pipetten. Dieses Gerät kaufen müssen. Der Gerät. Ja, aber geht hier, wo pinkelt man denn jetzt da drauf dann? Nee, du pissst in den Becher und dann hältst du diesen Stäbchen so, da rein, glaube ich. Ach so, echt jetzt? Ich nehme eine Tasse, aus der wir trinken. Hier, die hier, da ist doch schon Pisse drin. Du pisst doch gerade. Anwendung. Urin in einen sauberen und trockenen Becher sammeln. Man pisst so hin und sammelt das wieder auf. Craften. Folienbeutel erst kurz vor der Anwendung aufreißen, Teststreifen entnehmen. Okay. Versaut. Testspitze bis zur schwarzen Linie unter den Pfeil für 3. Nee, ist richtig. Ach so, shit. Ja, du hast recht. Dann mach rein. Schon ups. Verfälscht. Für 3 bis 5 Sekunden in den Urin halten. Freunde, dann machen wir das gleich. Aber bevor wir das machen, seid ihr noch live dabei, weil wir haben eine Crime-Time gedreht, Freunde. Die ist echt sauwitzig geworden. Kommt diesen Sonntag und wir müssen noch die Thumbnail machen. Und diese Thumbnail wird hier mitgemacht. Und dann dachten wir uns, warum nicht mitfilmen? Denn einer kriegt gleich all diese Tampons in die Fresse. Schere, Stein, Papier, weg. 3, 2. Nochmal. No, fuck. Ja. Django, dann krieg die Tampons in die Fresse! Ja, dann los und in die Nase auch. Freunde, ich wollte gerade meine Schuhe holen, dann sehe ich das. Jetzt nicht so spektakulär, aber dann sehe ich das. Was machst du da, Murky Burns? Jetzt musst du für immer daran leben. Okay, ab geht's. Okay, komm. Wie viel schaffst du? Show me money. Wie viel werden's, Freunde? Die Hand ist voll. Nehmen wir. Geil. Das Leben eines YouTubers. Mach in der Nase. Ja, gut, gut. Sehr gut, sehr gut. Oh, stark. Freunde, das bringt Klicks. Das bringt Klicks, jetzt Freunde. Augen groß. Okay, los, los. Runter, komm hier ran. Nee, die Finger da weg. Augen. Okay, ich versuch mal zu pissen. Ich muss nicht pissen gerade. Ich hab ihn gepisst, aber vielleicht kriege ich was raus, Freunde. Das kann jetzt aber a little bit dauern. Freunde, was passiert denn hier? Okay, das muss reichen. Okay? Ich zeige jetzt aber nicht mehr. Nee, nein, auf keinen Fall. Du bist beschwert. Okay. Ich trinke kurz. Tu das.
tun das da mal hin. Okay, aber hier musst du ja auch das gleichzeitig dann diese. Ach, machen wir das gleichzeitig? Ja, oder? Ja, okay. Lass doch die beiden anzapfen und gucken, ob die schwanger Dexter, sind. Dexter, bist du schwanger? Dann sag mal Brett. Oh, Schwangerschaftsschrei war das. Scheiße, Murky ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Fuck, Murky, du bist immer noch in Einzelhaft. Nee, du brichst aus. Okay, hier sind wir. Jan Meyer bereitet sich vor. Wir sind sehr gespannt. Ich war gerade pissen, mal gucken. Aber bei mir ging auch gerade. Ich glaube, man kann wenn eigentlich immer... Wenn man sich immer konzentriert, Freunde, kennt ihr das? Wenn man lange sich konzentriert, dann geht das. Ich rufe die Kraft des Genki-Damas. Ich spüre es. Oh, was kommt da? Okay. Ich glaube, das reicht. Die Drops. Ah, so. Raindrops. Drop Top. Let's go to Jengis. Piss dich mal. Was hast du denn für ein Glas da? Ja. Schönes Cola-Glas. Ja, verpiss dich. Ja, ich muss mit rein. Als ob du jetzt zuguckst, wie ich pisse. Ja, natürlich, wir müssen das überwachen. Dich, ich warte da um die Ecke. Ja, dann bleib hier stehen. Ja, okay. Wehe, du kommst. Ja, ich bleib hier jetzt. Ja, verpiss dich mal. Alter. Ja, ich mach Geräusche, dass du hörst, dass ich hier bin. Wir sind versammelt mit unserem eigenen Urin, Freunde. Meiner ist hier in der Tasse. Ich würde es so gern trinken, aber leider brauchen wir es noch. So, Freunde. Dann werden wir mal die Schwangerschaftstests auspacken. Aber es gibt was zu berichten, Freunde. Und zwar über die Tour. Denn es gehen einige Tickets weg. Und es sieht so aus, als ob Köln die Stadt wird, die als erstes ausverkauft ist. Da gehen irgendwie die meisten Tickets weg. Warum? Keine Ahnung. Kölner? Aber vielleicht ist es auch, weil wir nicht in Dortmund sind. Weißt du, dann kommen alle Dortmund, alle die ganze Umgebung, kommt Köln, Freunde. Also, wenn ihr nach Köln kommen wollt, holt euch ein Ticket. Und natürlich für die anderen Städte auch, Freunde. Ich freue mich sehr. Kannst du schlürfen noch? Einen kleinen Slurper dir gönnen? Trink an der Pipi. Die weiße Teststspitze bis zur schwarzen Linie unter den Pfeilen für 3 bis 5 Sekunden nur. Okay, komm. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und jetzt ist das sofort da? Lesen Sie das Ergebnis nach 3 Minuten ab. Ein positives Ergebnis kann bereits nach einer Minute beobachtet werden. Oh, Freunde. Oh, hier passiert was. Ist nicht so. Guck mal, hier ist meine Pipi. Guck mal, das wird pink. Ja komm, ja, dann mach auch noch mal rein. Wir müssen ja eh warten. Oder muss man das in die Folie abziehen? Ah, da, man sieht schon. Ein Streifen. Ah, da, ja. Ein Streifen. Eine Linie. Nicht schwanger. Nicht schwanger zu sein. Zeig. Ah, ja, ja. Jengol ist nicht schwanger. Kein Jengolen-Baby. Trifft dich das nicht? Okay, jetzt ist Jan dann mit Schwangerschaftstest. Wie hast du noch reingepisst, Alter? Hä, wenn du einmal richtig pisst, pissst du 5 Tassen voll. Hä, ist ja echt randvoll. Randvoll, das ist die Hälfte. Hä, ich hab ein Viertel dieser Tasse oder so. Ich bin halt ein Pisser. Ich okay. bin... Badnesser, ich bin ich. Wer kennt es, Freunde? Richtiger Insider. Okay, komm. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Shit. Raus! Fehlerquelle. Das auch mal hier drauf, ne? Okay, fuck. Oh, es wird schon rot, die Oh nein. Leg dir mal wieder seitlich, das war gut. Warte, nee, ich mach den so. Shit. Sieht man das? Ja, ist ne? Jan Meyer schwanger, Freunde? Oh, da kommt was. Ich schwöre. Sieht man das? Auch nicht schwanger. Ein Streifen, ne? Ja, krass, Jengis. Oh mein Gott, hier ist ein zweiter. Jengis seiner ist jetzt sehr deutlich. Nicht schwanger. Ja, war auch. Jan, okay. Nicht schwanger. Fuck. Kein Ape-Crime-Nachwuchs. Freunde, zählt da draußen mit. Ich brauche euch. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck, Fehlerquelle gefunden. Ey. Komm mal hin einfach. Shit. Oh, es kommt was schon. Meinung, Jay. Ich sehe nichts. Ah, oh, fuck, das geht so durch. Ja, da ist ein Scheifen. Aber vielleicht kommt noch ein zweiter. Freunde, das war's. Es ist offiziell. Fuck. Wir sind krass. Nicht schwanger. Mein Traum war nur ein Traum. Aber ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gedacht. Nee. Ich hätte gedacht, einer ist schwanger von uns. So, das hätten wir geklärt. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu klären. Okay, Freunde, wir haben ja noch den Samentest. Wir spielen das Schere, Stein, Papier, wer den machen soll. Aber wir machen das nur bei 30.000 Daumen auf dieses Video, ohne Witz. Zeig mal erstmal, was das ist. Was ist denn der Inhalt? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Was soll denn das sein? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass es sowas gibt. Schnelltest zum Nachweisen der Spermienkonzentration. Gibt's dann da eine Skala oder was? Nee, da gibt's. Hä, hier ist so eine Flüssigkeit. Flasche mit Probepuffer. So, Freunde, wir spielen jetzt Schere, Stein, Papier. Und der Verlierer muss den Samentest machen und das Ergebnis zeigen. Aber nur bei 30.000 Daumen auf dieses Video, Freunde. Ja, stimmt. Los. Ja, los. Okay, ich will gewinnen. Eins. Scheiße.
Kacke, was soll denn der Müll, Alter? Ja, okay, aber ihr müsst ja 30.000 Daumen auch noch schaffen. Ansonsten ist das ja eh gegessen, das Thema, Freunde. Ihr entscheidet. Jetzt gehen wir aber noch weiter was drehen, Freunde. Und zwar um ein Experiment. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe extra meinen Wagen sauber gemacht. Wir werden blind einparken. Das seht ihr am Sonntag. Also, es gibt eine Fläche und man muss blind mit dem Wagen so aus dem Bauchgefühl mit verbundenen Augen parken. Also vergesst nicht die Daumen hoch auf dieses Video. Holt euch eure Tourtickets Österreich, Schweiz. Wir sind überall, ist alles unten verlinkt. Kommt vorbei. Da sind wir drei. Ja, dann, Freunde.